Wie schaut die Zukunft aus? Stehen wir jetzt mit der Energiewende schon am Ende? Stehen wir mittendrin? Stehen wir am Anfang? Wie wird es weitergehen? Wer wird es blockieren? Wie sorgst du als Privater am besten vor? Wie muss deine Anlage ausschauen, um in Zukunft wirklich auf der Siegerseite zu sein? Ich begrüße Alexander Pöll, Diplom-Ingenieur Alexander Pöll, danke für dein Kommen. Danke für die Einladung. Danke fürs Dableiben, weil wir haben vorher gerade ein Video gedreht. Okay, gehen wir mal davon aus, es hat ein geringer Anteil der Hausbesitzer momentan erst eine PV-Anlage. Die kleinen Windkraftanlagen sind noch viel, viel seltener. Der Anteil der Elektroautos ist immer noch einstellig. Wie geht es eigentlich weiter? Wie hält das Netz das aus? Wir haben ja vorher gerade gesprochen, es ist jetzt schon schmutzig. Durch die grüne Energie macht unsere Netze schmutzig. Wie geht es eigentlich weiter? Also danke für die weitere Einladung bzw. für das weitere Gespräch, was ja sehr interessant ist. Und das Thema an sich ist ja, wo wir eigentlich ja fast eine Woche sitzen könnten und darüber diskutieren und vor allem Ja, philosophieren. Das dürfen wir nicht. Genau. Also wir haben ja vorhin gehört, schon, dass wir zwei Themen haben, also zwei Herausforderungen haben. Einerseits die Lastflussinformation, das heißt, ich habe Einspeisungen über die PV-Module, Einspeisungen über Windkraftwerke etc. und habe natürlich auch hier die bidirektionale Verwendung, Lademöglichkeit der Elektromobilität. Ganz genau, was natürlich jetzt immer mehr zunimmt. Ja. Jetzt hast du schon gesagt, es ist momentan ein kleiner Prozentsatz. Also ich gehe momentan jetzt einmal aus meiner Meinung nicht davon aus, dass das weniger werden wird. Nein. Im Gegenteil, eher mehr. Das heißt, es werden natürlich viele mehr Haushalte PV-Anlagen bekommen, es werden viele mehr Haushalte E-Mobility bekommen. Und natürlich mit dieser ganzen Thematik habe ich natürlich das volatile Netz wird noch volatiler, formulieren wir es einmal so. Die Lastinformationen sind noch mehr erforderlich und natürlich die nichtlinearen Verbraucher und Erzeuger werden natürlich nicht weniger, eher mehr, was natürlich dann die Erfordernis eines Messsystems, das genau das misst, natürlich mehr dringend, machen. Dringend notwendig. Gut, stellen wir uns jetzt einmal vor, ich meine, es ist jetzt schon so, dass ganz egal, ob das die EVN oder die Kelag oder wer auch immer ist, dass die ab April eigentlich keinen Strom mehr benötigen, den wir aber einspeisen. Das heißt, die brauchen ihn nicht. Jetzt kommen immer mehr von denen dazu, die man eigentlich nicht braucht. Die hätten den Strom von Mitte Oktober bis Ende Februar, Mitte März hinein, würden sie sehr, sehr gerne Strom kaufen. Da liefert keiner. Dann, wenn alle liefern, brauchen sie aber keinen. Also das ist die Wahrheit, das ist absehbar und das sind ja die ersten Andeutungen, die hier in der Branche herumgeistern. Ihr werdet bald für den Strom keinen Cent mehr bekommen. Schaut, dass ihr den Strom selber verbraucht. Das heißt, wir brauchen einen Speicher. Also 10 Kilowattstunden Speicher ist ja gleich voll oder relativ schnell voll. Was machst du mit dem Rest? Das heißt, dafür werden wir brauchen die Elektroautos, die dann über die Ladestation mit allem, was dann noch überbleibt, aufgeladen wird. Wichtig wird aber dann sein, dass das ein Fahrzeug ist, das bidirektional funktioniert. Das heißt, dass man gleichzeitig wieder als Akku fürs Haus, das heißt, ich habe dann einen 10 kW Speicher, ich habe dann meinetwegen 40, 50, 60 im Akku. Wenn ich jetzt 14, 15 Kilowattstunden am Tag brauche, komme ich sicherlich 4, 5 Tage alleine damit aus. Ist das richtig? Also, Denkweise? Also ich würde dem jetzt also meiner Meinung nach beipflichten, man muss sich ja nur selber mal anschauen, in einem eigenen Haushalt, wann brauche ich den meisten Strom? Und wann habe ich die meiste, also wenn wir jetzt speziell von der PV-Anlage sprechen, wann habe ich die meiste Sonne? Also in meinem Haushalt ist es so, dass ich natürlich den meisten Strom... Also da bekomme ich natürlich von der PV-Anlage den meisten Strom, brauchen am Abend, wenn ich nach Hause komme und vor allem im Winter mehr Strom als im Sommer. Mhm. Das heißt aber im Winter ist natürlich die Ausbeute der PV-Anlagen geringer als im Sommer. Jetzt habe ich natürlich den von dir schon angesprochenen Effekt, dass ich natürlich jetzt
mehr Energie selber als, ich bin ja nicht mehr als ein reiner Consumer, ich bin ja dann auch Prosumer. Ein Prosumer. Ja, genau. Das heißt, ich produziere Strom und liefere ihn rein und das mache nicht nur ich, oder das machen ja viele dann. Und das genau zu einer Zeit, wo vermeintlich der Energieversorger die Leistung oder die Energie nicht braucht oder nicht in der Dimension braucht. Mhm. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, und du hast ja gesagt Visionen, dass wir in 10 Jahren, 5 Jahren hier von viel mehr Prozent sprechen, die jetzt PV-Anlagen am Dach haben, beziehungsweise alternative Energiegewinnungsanlagen haben. Und jetzt habe ich natürlich die Situation... Wind, Wasserstoff und Co. Ja. ZB, ja. Und jetzt habe ich natürlich dann die Situation, dass ich im Endeffekt das Ganze verbrauche bis zu einem gewissen Punkt. Der gewisse Punkt, der dann überbleibt. Einige Leute haben schon einen Speicher im Haus eingebaut. Ist aus meiner Sicht, aber kann ich jetzt da... Viel zu wenig. Aber wird sicher in Zukunft jetzt mehr, dass Leute mehr Speicher im Haushalt haben und natürlich dann auf der einen Seite den Eigenverbrauch abdecken, den Speicher aufladen. Mhm. Aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, irgendwann ist der Punkt dann da, wo die voll sind. Und dann trotzdem wieder eine weitere Einleitung oder Einspeisung zu dem Energieversorger dann stattfindet. Und da ist sicher ein gangbarer Weg. Das ins Auto einzufüllen. Ja, E-Mobility ist sicher mehr und dass ich das dann da einspeise. Du, wenn wir schon beim Stichwort Auto sind, mir wurde von Schlitzohren und natürlich auch Schlitzohrinnen erzählt, die mit ihrem Auto, Elektroauto, in die Firma fahren, das Auto in der Firma laden, mit dem vollen Akku nach Hause kommen, das Haus dann an den Akku bidirektional anhängen und den nächsten, übernächsten Tag wieder in die Firma fahren, laden. Auch eine Herausforderung für unsere Politik, für unseren Finanzminister, um diese Modelle, also die Technologie ist schon gemeint zur Politik, die sind nämlich immer ein paar Schritte voraus und die können immer hinten nachhecheln. Das ist wie bei Doping, bei den Radlfahrern oder bei den Schwimmern. Das macht jetzt die Elektromobilität mit der Finanz. So ungefähr schaut das aus. Ja, von dieser Thematik habe ich auch schon gehört. Ja. Es ist auch immer der Punkt, dass man natürlich jetzt hier auf der einen Seite die Technik hat, auf der anderen Seite muss man die Regulative dann im Hintergrund der Technik gerecht machen bzw. anpassen. Ja. Und soweit ich jetzt auch gehört habe, gibt es hier, also technisch ist ja eine Möglichkeit, ich kann natürlich, wo immer ich mein Auto auflade, und wenn das Auto eine bidirektionale Flussrichtung unterstützt, kann ich natürlich das einspeisen, wo ich will. Und ja, dieser Gedanke, den du jetzt angesprochen hast, ist jetzt nicht so abwegig und da muss sich sicher jetzt die Regulative hier Gedanken machen, wie man das in Zukunft behandelt. Was mich jetzt noch interessieren würde, auch zu diesem Thema, wird es überhaupt die Möglichkeit geben, dass er jeder PV-Anlage kriegt? Weil jetzt ist ja bekannt, dass viele sagen, ich darf gar nicht. Ich kriege keine Erlaubnis, eine PV-Anlage zu machen. Oder ist die Formulierung falsch? Ich darf nicht einspeisen. Was ist da richtig? Also meiner Meinung nach, also was ich gehört habe, ist, oder was ja am Tisch liegt, ist es so, dass ich ja nur bis zu dem Punkt einspeise, zu einem guten, für den Endkunden guten Tarif einspeisen kann. Wie ich selber beziehe. Und damit, das wird aber monatsmäßig abgerechnet. Was man natürlich hier auch ganz offen sagen muss, und so wie wir im Vorvideo klar diskutiert haben, hat natürlich auch der Energieversorger seine Herausforderungen abzudecken, die man aus den besagten Gründen. Und er muss natürlich auch schauen, dass seine Lastflussrichtung und sein Lastfluss in einem Niveau ist, dass das für ihn managebar ist. Und wenn das Ganze natürlich in die andere Richtung geht, hat er natürlich immense Herausforderungen, die er stemmen muss. Und damit muss er natürlich, meiner Meinung nach, natürlich hier mit Möglichkeiten reagieren, um hier das Ganze stabil zu halten. Weil schlussendlich reden ja wir, wie kann ich das Netz in Zukunft stabilisieren und vor Ausfällen schützen? Gut, das heißt zusammenfassend, Photovoltaik ja, Speicher ja, Ladestation gehört dazu, weil über die Ladestation funktioniert bidirektional dann und das Fahrzeug, das bidirektional kann. Dann bin ich sicher aufgestellt, kann meinen eigenen Strom verwenden, kann ihn bis zum Schluss verwenden, bin von den Einspeisetarife, die dann doch nicht so toll waren, nicht abhängig und
laufe auch nicht Gefahr, irgendwann einmal nichts fürs Einspeisen zu bekommen und vielleicht sogar noch Leitungsführungsgebühren bezahlen zu müssen. Mhm. So. Dass das der einzelne Haushalt machen kann und der Energieversorger ist natürlich seine Prämisse hier, die Netzqualität hochzuhalten natürlich, weil das vielleicht auch einmal technisch gesagt, jeder hat in der Schule immer gelernt, mein Strom, der aus der Steckdose kommt, ist ein Sinus. So wie ein richtiger Sinus schaut er momentan nicht mehr aus. Aufgrund dieser ganzen nichtlinearen Verbrauchern sind wir da schon lange entfernt davon. Mhm. Und da muss natürlich der Energieversorger die Qualität hochhalten und natürlich seinen Lastfluss managen. Und das auf der einen Seite kann der Haushalt was machen und die Aufgabe, die dann der Netzbetreiber macht. Sag einmal, ganz zum Schluss, das letzte Thema. Wer haftet eigentlich dafür, wenn aufgrund dieses unsauberen Stroms, dieses schmutzigen Stroms, Geräte zu Schaden kommen, kaputt werden? Wer haftet denn da dafür? Gute Frage. Also wir haben, also gibt es hier Musterprozesse? Also mir ist jetzt nichts bekannt. Einziges, was ich natürlich weiß, wo wir natürlich dann auch zur Rate gezogen werden, ist, wenn hier jetzt im Netz, also wenn wir haben Fälle, wo bei Kraftwerken hier große Industrieproduktionsanlagen dazukommen und dann plötzlich hier Instabilitäten auftreten und dann hier die Netze aufgrund der Netzqualität nicht mehr funktionieren und hier wirklich Störungen sind und dann wir mit den Netzqualitätsanalysegeräten, die wir haben, hier Aufschluss bringen, wo das Problem ist und dann über Filterkriterium etc. hier Abhilfe geschafft wird. Also das ist das, wo wir technologisch, also wir als GMC Instruments hier technologisch helfen, wie dann hier die rechtliche Situation ausschaut in einem Streitfall. Das ist dann ein zweites Paar Schuhe. Ja. Gut. Lieber Alexander, danke dir für dein Kommen. Danke. Danke, dass du dich ein bisschen aufs Eis führen hast lassen, weil es sind ja deine Kunden, es sind auch unsere Seher, aber zu euch sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Baba.